Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Heim. Wir haben uns hier zu einem Diskussionspanel getroffen zu dem Thema, ich lese es mal ab, Ringen um Anerkennung, was trennt denn E-Sport vom Breitensport? Ist es mehr als nur der Buchstabe? Um dieser ganzen Frage auf den Grund zu gehen und mal so ein bisschen uns dem Thema anzunähern, haben wir hier eine illustre Runde und ich schlage vor, ihr stellt euch einmal kurz selber vor. Fangen wir doch direkt hinten bei Marius an. Okay, mein Name ist Marius Lauer, ich bin Moderator für Sport 1 bzw. eSports One und ja, der Breitensport ist in dem Sinne auch für uns wichtig, weil wir reden immer von einem Grassroot, also wir müssen von ganz unten etwas aufbauen und egal wie, ob man Übertragungen hat oder sonst irgendwas, du musst halt von dort starten. So, und das ist für mich wichtig, einmal als Person und dann aber auch von Sport 1. Dankeschön. Nicole. Ja, hallo, mein Name ist Nicole Lange, ich bin leitende Redakteurin beim E-Sports-Studium Hamburg und bin auch leitende Redakteurin von Kicker E-Sport. Die machen das jetzt schon seit 6 Jahren, also quasi so den Aufbau vom E-Sport haben wir mitbegleitet in Deutschland und können da auch wirklich schon die ganze Bandbreite von der Entwicklung im E-Sport in Deutschland nachverfolgen mittlerweile. Und ja, das zu meiner Person erstmal kurz. Super, Dankeschön. Jannis. Ja, ich bin Jannis Riemann, ich bin Vorstandsvorsitzender des German Monkeys E-Sport e.V., und wie im Namen schon zu erkennen, wir sind ein E-Sport-Verein, der in Deutschland bzw. auch Österreich und der Schweiz agiert. Und für uns ist das Thema natürlich sehr interessant, besonders in Bezug auf die Gemeinnützigkeit und einfach ja, die Folgen, die E-Sport als anerkannte Sportart oder die Goodies, die dadurch entstehen würden. Dementsprechend ist das Thema für uns halt auch ja, brandaktuell und sehr interessant. Jannis, magst du direkt mal einsteigen und erklären, was trennt denn E-Sport von Breitensport? Wo sind denn die Unterschiede überhaupt? Gibt es Unterschiede? Muss es Unterschiede geben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich ist es immer so die Frage des Blickwinkels, wer schaut drauf? Und ich denke, viel wichtiger ist erstmal die Frage zu klären, was ist überhaupt Sport? Das wird ja in den letzten 3 Jahren sehr rege diskutiert von der Politik, von den einzelnen Communities, von den Verantwortlichen. Und Breitensport muss man immer noch ein bisschen vom E-Sport trennen in meinen Augen, weil der Breitensport ist auch wie der ja, Amateur-Fußballsport nicht genau das gleiche wie der professionelle Sport. Dementsprechend muss man da schon ein wenig trennen. Ich denke dennoch, dass E-Sport eine Sportart ist und dementsprechend auch zu dem Breitensport zählen sollte. Und das ist so primär der Knackpunkt und da ist jetzt einfach die Frage der Definition des Sportes. Der Marius guckt gerade so kritisch. Dem brennt irgendwas auf der Zunge. Nein, tatsächlich würde ich es noch krasser trennen. Also ich finde, der Breitensport an sich soll da sein. So, ich habe selber Handball gespielt in einem kleinen Verein in Magdeburg. Wir haben Stadtliga gespielt. Das ist Breitensport. Ja, weil da ging es um nicht mehr. Wir sind hingegangen, haben Bier getrunken, haben Handball gespielt, haben Bier getrunken. So, und ob wir verloren oder gewonnen haben, man konnte sich immer irgendwie belohnen oder war traurig. Aber wie nennen wir das beim Zocken? Casual. So, dieses Casual heißt bei uns oder bei den anderen Breitensport. So, und jetzt haben wir Breitensport und Casual. So, das kann man komplett übereinander legen. Denn die einen gehen nur zum Sport oder schicken ihr Kind in den Verein, weil es wird beschäftigt. Es lernt auch mit anderen Leuten umzugehen in anderen Situationen. Ja, und ob dann nur ein neues Feature dazu kommt, beziehungsweise ein neuer Bereich namens E-Sport, ja, mit komplett neuen Disziplinen, sei es FPS, sei es RTS, sei es MOBA, ist einmal dahingestellt. Wir haben dann mittlerweile Trainer, die sich darum kümmern, dass die Leute auch mal ordentlich sozialisieren und nicht irgendwie in den Chat irgendwelche Worte sagen, die hier grundsätzlich gepiept werden würden. Ja, also dass man da schon dieses Casual-Spielen, dieses ich fange erstmal an, mich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen, mit denen zu reden und so weiter, das ist Breitensport. Und genau da gehört auch, das ist genau so ein E-Sport-Ding, das muss nur einmal akzeptiert werden, ob wir das nur Casual nennen oder Breitensport, das sei mal dahingestellt, das ist halt aber beides das Gleiche. Und da kann man sehr genau, finde ich, das definieren als Breitensport, Casual, fang an, Multiplayer. So, viel Spaß. Bei mir regt sich natürlich ein bisschen die Frage, muss denn E-Sport Breitensport sein?
Ja, definitiv. Um die Szene weiter auszubauen letzten Endes, um von unten eben halt auch Leute zu unterstützen, die nicht die finanziellen Mittel haben, um vielleicht im Profi-E-Sport sich voranzutreiben. Dafür muss das definitiv da sein, weil, wie wir hier ja schon sagen, die können sich meistens nicht treffen in irgendwelchen Räumen oder in irgendwelchen Trainingsräumen. So. Die müssen das meistens irgendwie selber organisieren. So. Und diese Akzeptanz in Deutschland, finde ich, ist schon gegeben, größer, glaube ich, als in den Jahren zuvor, wie man hier sieht. Wir haben hier Sport1 sitzen, wir haben hier die ganzen großen Medienhäuser mittlerweile versuchen, E-Sport in den normalen Medienmarkt reinzubringen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Akzeptanz zu tun. So. Und wenn der, ich sage jetzt mal, normale Fußballfan sieht, ach, da gibt es auch was mit E-Sport, dann guckt er sich das eher an und nimmt das auch normaler wahr, glaube ich, letzten Endes. So. Und aber eben halt auch um die Spieler, die sagen, ich möchte irgendwie auch in den E-Sport rein und was ist das überhaupt so? Die brauchen, glaube ich, Anlaufstellen, um sich da auch irgendwie miteinander auseinandersetzen zu können und eben halt nicht immer zu Hause zu sitzen und sich zu überlegen, wie komme ich denn da überhaupt dran? Ich habe keine Kohle, ich habe keine riesige Organisation im Hintergrund, die mir das vielleicht irgendwie alles finanzieren kann. Aber ich möchte vielleicht auch mal auf den großen Turnieren irgendwann mal mitspielen können irgendwo, auch wenn das vielleicht nicht immer unbedingt vom Skill-Level möglich ist, aber doch zumindest die Berührungspunkte zu haben. Und dafür sind solche Verbände durchaus sinnvoll. Das hört sich ja so ein bisschen an, als wenn nicht Breitensport gleich E-Sport, E-Sport gleich Breitensport, sondern Breitensport gleich Förderung gleich E-Sports-Förderung. Ja, das ist korrekt. Oh. Gerade bitte. Ich sehe das genauso. Gerade die steuerlichen Aspekte, die Gemeinnützigkeit, die wird erst gegeben sein, wenn es offiziell als Sportart anerkannt wird. Und gerade für viele kleinere Vereine, lokale Vereine, gerade da, wo dann der Breitensport auch betrieben wird, lokale Vereine, nicht die ganz großen, sondern wirklich ein kleiner Fußballverein, der vielleicht sagt, wir bauen unsere eigene E-Sport-Abteilung aus. Der hat vielleicht die Förderung schon durch den Sport, aber nicht durch den E-Sport. Das heißt, wenn ein lokaler E-Sport-Verein gegründet wird, hat er keine steuerlichen Vorteile. Er muss sich komplett selbst finanzieren. Und ich glaube, die Anerkennung, ja, sie wird immer größer, aber sie ist immer noch nicht beim großen Teil der Gesellschaft, besonders vielleicht auch den älteren Generationen da, weil es eben nicht als Sportart gilt. Und dann heißt es immer wie E-Sport, E-Gaming, was ist denn das? Das ist doch gar kein Sport. Und ich glaube, wenn es akzeptiert wird und offiziell als Sportbegriff aufgenommen wird, dann ist diese Akzeptanz auch viel größer. Ich finde, man muss auch immer noch mal gucken, wo die Begrifflichkeiten, also wo was steht, in einer gewissen hierarchischen Darstellung. Also wir haben den Sport, der Sport besteht aus dem Breitensport und Profisport. Also dass man nicht sagt, ja, soll jetzt der E-Sport zum Breitensport werden? Nein, soll der E-Sport den Breitensport beinhalten? Ja, darum geht's. Weil der Sport an sich beinhaltet den Breitensport, aber auch den Profisport. Wo wurden super viele Fußballtalente, Handballtalente, Hockeytalente? Man kann jetzt diese ganzen Disziplinen weiterführen. Wo wurden die gefunden? Im Breitensport. Weil da fängt man an. Ich meine, als neunjähriger Stöpke habe ich in der Bundesliga im Handball gespielt. Wurde nie gefunden, aber okay. Und das heißt ja, wir haben vom Breitensport, kann man schon ein bisschen was lernen. Also man kommt diese Schicht nach oben. Dann gibt es aber auch genau diese Aspekte. Wir haben die Förderung. Sei es nur lokal. Ich meine, die kleinen Fußballvereine von, ich weiß nicht, bei uns heißen sie Post 3, ja, die haben ein super Feld, die haben ein super Vereinsheim und so weiter. Und dann gibt es auch Leute, die sich engagieren, wie die German Monkeys, wie der Magdeburger E-Sport, mittlerweile der größte E-Sport-Verein Deutschlands. Und die da wirklich hart kämpfen, um diesen breiten Sportaspekt nach vorne zu bekommen. Denn wir müssen nicht nur direkt als Profi, ja, wie gesagt wurde, Organisation und Geld, Pentasports, Big und was weiß ich, ja, boah, da stecken ja ein paar Nullen dahinter. Nein, auch für die Leute, die sagen, ich zahle einen Vereinsbeitrag. Ja, jeder war wahrscheinlich mal in einem Verein und hat gesagt, oh ja, wie teuer ist es? Ja, kostet 9,99 € im Monat, überweist du und dann spielst du bei uns mit in der C-Jugend oder F-Jugend oder wie auch immer. Also da muss man schon, ich finde, das ist der Punkt, wo man noch ansetzen muss, dass man das aber auch versteht und auch ohne Angst sein Kind dorthin hinbringen kann. Also sagen kann, ey, ja, du gehst jetzt, wo gehst du hin? Ja, ich gehe jetzt in den Verein, habe mein Training. Cool. Okay, du zählst jetzt auch Aspekte auf, die so ein Stück weit über das auch über so eine rein finanzielle Förderung hinausgehen. Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei der finanziellen Förderung. Wo kommt das Geld denn eigentlich her? Also wer würde das Ganze denn finanziell fördern?
Naja, also es fängt rein bei der steuerlichen Thematik einfach schon, die Gemeinnützigkeit. Aber ich glaube, da ist auch ein großer Schritt, der von der Politik gemacht werden muss. Gerade die Games-Branche ist in Deutschland noch weiter hinterher. Und ich habe gerade vor kurzem gelesen, dass in den nächsten Jahren die gesamte Förderung für die Games-Branche eingestellt wird. Und ich glaube, das ist schon mal ein falscher Schritt in die falsche Richtung. Ich glaube, gerade die Games-Branche und besonders dann die E-Sport-Branche oder der E-Sport-Sektor sollte nicht nur von irgendwelchen Firmen finanziert werden, sondern auch von der Politik und von Deutschland. Weil Deutschland kann ein E-Sport-Standort werden. Wir sehen es gerade im professionellen Bereich, dass sehr viele große Teams auch aus Deutschland kommen, aber leider nicht so viele wie es sein könnten. Und ich glaube, gerade Länder wie Korea oder im Allgemeinen in Asien, dort wird es einfach viel mehr akzeptiert und viel mehr gefördert. Dementsprechend sehe ich einen großen Punkt auch in der Politik. Definitiv. Politik ist da der springende Punkt eigentlich so. Ich meine, in den vergangenen Monaten, muss man ja wirklich sagen, geht es immer so ein Hin und Her. Auch der DOSB ist da ja auch sehr stark in der Kommunikation und im Austausch, in der Diskussion auch mit dem ESBD letzten Endes halt auch, also dem E-Sport-Bund Deutschland, die ja auch sehr stark dabei sind, das weiter voranzutreiben oder es zumindest versuchen. Letzten Endes scheitert es aber immer wieder daran, dass die Akzeptanz einfach nicht da ist, und ich glaube auch so ein bisschen persönliche Befindlichkeiten sich da einfach auch immer mit reinspielen, weil die 500. Diskussion, ob E-Sport jetzt Sport ist, zu führen, ist für mich jetzt auch nicht wirklich zielführend irgendwann auch, weil man endet immer wieder bei den gleichen Argumenten, dass Sport mit großer körperlicher Anstrengung einhergeht, wo sich alle Extremitäten irgendwie wo sich der ganze Scheiß bewegen muss im Körper. Und das kann ja nicht sein. So. Ich meine, wenn man jetzt wirklich sagt, E-Sport ist nun mal abhängig davon, dass du eine technische Komponente in irgendeiner Form bedienen musst, letzten Endes. So. Was ist denn Motorsport? Es ist ja eigentlich genau das Gleiche, aber da fällt das Thema Sport ja auch mit rein. Und vielleicht hätte man sich im Vorfeld mal darüber Gedanken machen müssen, was die Definition von Sport ist, bevor man ganz, ganz viele Sportarten damit reintut. Und aber dem E-Sport verweigert zu sagen, nur weil er eine technische Komponente mitbesitzt und eigentlich jetzt nur da sitzt, auf gut Deutsch, habt ihr keine Berechtigung von irgendeiner Förderung oder geschweige denn sich Sport zu nennen irgendwo. Das ist doch Schwachsinn. Ja, besonders weil ja auch gerade die Sporthochschule Köln schon diverse Tests durchgeführt hat und den Puls und den Cortisonspiegel von professionellen oder auch von Amateur-E-Sport-Spielern gemessen hat, und der Puls ist teilweise höher als bei Schachspielern oder was ja auch ein Sport ist oder bei ganz anderen Sportarten. Dementsprechend, die Diskussion steht in meinen Augen gar nicht zur Frage, sondern ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich meine, da gibt es war beim German E-Sport Summit, wurde über Finanzrecht, und ist ja auch wieder das Ding mit dem Breitensport, Vereine, Steuerförderung und so weiter. Und da wurde über einen Punkt diskutiert, beziehungsweise der wurde einfach reingeworfen. Und was Sport, was ist jetzt körperliche Arbeit, muss Hitze erzeugt werden, was wie auch immer, Schach. So, das ist immer eine große Diskussion. Ja, okay, könnte ein Unfall sein, wir lassen es erstmal dabei. Aber anhand von Schach, also als Beispiel, wurde das Turnierbridge, das Kartenspiel, im Finanzrecht als Sport bezeichnet. Das lasse ich jetzt mal im Raum, kann sich jeder, glaube ich, darüber seine Gedanken machen, aber das ist mal, glaube ich, ein Denkanstoß, zu sagen, was ist jetzt da eigentlich Sport? Und genau auch, was die Förderung betrifft, wir haben in Frankreich, da wird in Paris für mehrere Millionen ein E-Sport-Zentrum gebaut, für richtig viel Geld. In den USA, da wird ein Ding, gut, da steckt Cloud9 dahinter, die haben noch mal ein bisschen mehr vielleicht privat mit investiert, aber da gibt es keine Fragen, da wird dann direkt nachgelegt. Frankreich ist ein großer Vorreiter, was auch politisch betrifft. Dänemark, müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, der Premier von Dänemark empfängt Astralis jedes Mal, wenn die irgendwas gewonnen haben, geht in Schulen rum und sagt, E-Sport ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, das ist etwas Neues. Früher haben die Leute gesagt, oh mein Gott, Flachbildfernseher, nein, das gibt es nur in Star Trek. So, nein, und so, und heute laufen wir alle mit dem iPad oder irgendwas weiß ich für Tablets rum. Und das wird sich nie durchsetzen, MP3, heute haben wir das nicht mal mehr, sondern wir haben Streamingdienst. Die Leute, Streamingdienst, sowas wird sich nicht durchsetzen, doch, haben wir. Also diese Themen, es gibt immer was Neues, man muss immer auch mal irgendwann anfangen zu sagen, okay, nicht immer altbacken hängen bleiben, sondern auch neue Sachen akzeptieren, dass die alten da bleiben. Ja klar, sollen sie auch. Aber es gibt auch irgendwann mal was Neues. Und es sind neue Trends. Es ist nicht so wie eine Mode, die irgendwie immer eine neue Erscheinung. Auf einmal wieder das Alte funktioniert dann doch wieder. Also. Jetzt,
jetzt schlagen wir hier natürlich alle auch in eine Kerbe, sage ich jetzt mal so. Wir sind alle im E-Sport beschäftigt letzten Endes. Aber um diese Frage vom Breitensport und Förderung vielleicht von Leuten, die jetzt nicht bei einem großen, bei einer großen Organisation dabei sind, nochmal zurückzuführen. Ich meine, das ist ja letzten Endes auch das Wichtige. Warum gibt es so viel Kontra zum Thema E-Sport? Weil es da ja auch öfters mal heißt, Mensch, die sollen doch bitte vom PC weg, die sollen bitte nach draußen gehen, spielen, was weiß ich machen, irgendwie so. Das ist ja nicht förderlich irgendwo letzten Endes für junge Leute. Aber gerade deshalb braucht man ja auch solche Zentren, die den guten und auch vor allem kompetenten Umgang mit diesen Medien letzten Endes auch fördern. Das ist wichtig, wo du ja auch schon sagtest, dass man sein Kind in eine gute Betreuung geben kann, die vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit da rein investieren und mehr wissen oder mehr davon verstehen einfach auch als vielleicht der Papa oder die Mama so letzten Endes. Warum denen das verwehren? Wenn die zu Hause sitzen und das komplett unkontrolliert machen und in ihrer eigenen Welt leben, ist das ja auch nicht förderlich. Aber dafür wäre es halt umso besser, sowas auch nochmal zu machen letzten Endes. Ja, und gerade auch die sportliche Komponente wird ja auch immer wichtiger, gerade in dem professionellen Sektor, aber auch schon im Amateur- und im Casual-E-Sport. Ernährung, Sport, man merkt einfach den Unterschied, wenn da ein trainierter E-Sportler sitzt, der sich gesund ernährt und seine 7, 8, 9 Stunden Schlaf bekommt, als jemand, der nur ja, sonst irgendwas aus der Mikrowelle isst und 3 Stunden schläft. Da merkst du schon den Unterschied. Und allein, dass E-Sportler regelmäßig die Top-Teams haben, Fitness-Coaches, die mit denen jeden Tag Sport machen. Und allein das ist doch schon ein Zeichen, wenn sowas auch in den Amateur-E-Sport kommt und gerade durch die Vereine, die dann in Amateur-E-Sport gefördert werden, wenn das ermöglicht, dann ernähren sich die Kinder gesünder, die Jugendlichen, sie machen Sport und sie gehen ihrem Hobby nach und man zwingt sie nicht zu irgendetwas. Also das ist sehr wichtig. Jetzt, du sagst, wir schlagen alle in eine Kerbe. Ne? Also wir haben jetzt hier so eine Friede, Freude, Eierkuchen-Diskussion und nichtsdestotrotz gibt es ja durchaus auch Kritiken, die laut werden, die wir jetzt gerade so ein bisschen ausblenden. Wenn wir nochmal schauen, Förderung und wo kommt das her? Und jetzt ist hier in der Runde auch die Meinung, da ist natürlich auch die öffentliche Hand gefragt in irgendeiner Form. Also wir als Solidargemeinschaft, ne, also das Geld, was dann irgendwo über den Staat dann wieder verteilt wird an alle, sollten dafür aufkommen. Jetzt ist natürlich eine gängige Kritik, das ist schon was anderes als Fußball oder Bogenschießen, weil am Ende des Tages dahinter eine Organisation steht, der ein Teil dieses E-Sports immer gehört. Nehmen wir das am Beispiel von League of Legends, dann steht da ein Wirtschaftsunternehmen dahinter, Riot, für die, das könnte man ja auch böse sagen, E-Sports ein Mittel ist, das Spiel, die Attraktivität des Spiels hochzuhalten, damit möglichst viele Microtransactions, Ingame-Items verkauft werden in irgendeiner Form. Müssen die nicht auch mit in die Pflicht genommen werden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, zweite Teil, ne, also der Frage oder der Kritik, die da besteht, darf die öffentliche Hand in dieser Form ein Wirtschaftsunternehmen fördern? Hier muss ich dazu sagen, die Frage ist DFB, FIFA, die FIA, man kann jetzt natürlich die ganzen Bünde noch weiter aufzählen und dann sagen, naja, stecke ich denen nicht auch sehr viel Geld? Die also der DFB kontrolliert den Fußball. Ich meine, wer hat den mal erfunden? Ja, da redet keiner mehr drüber. Oder über den Golf, wer hat denn das mal erfunden? Ja, da streiten sich die Niederländer und die Schotten und ein paar andere Leute. Ja, aber da gibt es einen deutschen Golfverband. So. Und die bestimmen, nur ohne Mitgliedschaft im also in einem Verein bist du kein Mitglied im Golfclub und dann darfst du nicht golfen gehen. So, also finanzielle Förderung. Ob ich das so sehe oder so sehe, ich glaube, die Diskussion braucht man hier gar nicht anfangen, weil man hat immer irgendwo diese Art Publisher. Den einen, ja klar, bei Riot, Tencent, wie auch immer, sind Firmen dahinter. Ja, aber bei der FIFA ist nicht ähnlich. Also du hast ja diese Abgaben. Und ich glaube, dass man hier sagen muss, ja, aber ich gebe denen ja ein bisschen was. Ja, okay, einmal da, von nichts kommt nichts. Beim Fußball, wenn ich mir so ein Trikot kaufe, die sind alle lizenziert, da geht auch irgendwo die ganzen Gelder sonst wohin. Also klar sagt man jetzt hier, Steuergelder würden damit gefördert werden und ich würde mit den Steuergeldern dann direkt eine Firma fördern. Ja, gut, man könnte,
wir gucken uns einfach mal die Bünde an, dann müssen wir nicht mehr dazu sagen. Das Thema hier aber auch, klar kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, wir müssen mit den Steuergeldern erstmal vorsichtig sein. Also das ist immer so eine Situation, wo geht das rein und so weiter. Aber da kann man auch vergleichen, wo vielleicht, was machen wir sonst noch und hin und her. Förderung, ich glaube, das ist einfach für Vereine das Wichtigste. Also mittlerweile die E-Sport-Vereine, die ich kenne, die auch ein Vereinsheim haben, die finanzieren das aus eigener Tasche. Das muss man sich überlegen, da gibt es keine Förderung. Vielleicht gibt es irgendeine Start-up-Förderung oder sonst irgendwas, die für einen Verein zieht, aber die bezahlen das selber. Wahnsinn. Nicole, du hast gerade auch so wahrnehmbar gezuckt, als die Frage kam. Nee, also ich sehe das ja ähnlich. Also ich meine, wenn irgendein Fußballspieler die neuesten Fußballschuhe an den Füßen hat, so, dann ist das ja auch eine gewisse Markenprägung, die dann an die Jugend weitergetragen wird oder der neue Fußball vorgestellt wird, Version XY, ne? Und dann gehen die Leute ja auch gleich los in den Laden und wollen sich das vielleicht kaufen, weil das gerade der neue heiße Scheiß ist irgendwo. Ne? Also das zum Thema, man fördert Mikrotransaktionen in irgendeiner Form, so, das sehe ich aber gar nicht beim Breitensport, weil der ist ja in erster Linie davon abhängig, dass er sein Equipment bezahlt bekommt. So, da geht es ja gar nicht in erster Linie großartig darum, irgendwelche Firmen noch stärker zu machen, sondern eben halt wirklich, um die Jugend mit zu fördern und mit voranzutreiben und denen gute Bedingungen letzten Endes zu geben. Was dann danach kommt, dann sind wir wieder bei der Professionalisierung des Sports. Aber es geht ja wirklich darum, Amateur-Breitensport dann halt zu fördern. Und das ist dann, wenn man da halt wieder den Unterschied sehen will, dann schon der Unterschied irgendwo letzten Endes. Ja, ich fand das Beispiel mit dem Vereinsheim sehr gut, weil letztendlich soll das Geld ja nicht direkt an Ride zum Beispiel geschoben werden, sondern letztendlich in Sachen wie Vereinsheime, wie Förderung von Trikots, Hardware sonst, damit man die neuesten Spiele vielleicht spielen kann. Und letztendlich ist es ja nichts anderes, als wenn ich in einem Spiel wie League of Legends oder Counter-Strike mir einen Skin kaufe oder ich sage, Mensch, ich finde Fußballteam XY, ich kaufe mir ein neues Trikot von denen. Das ist in meinen Augen genau das Gleiche. Und es wird immer ein bisschen Geld an die Publisher oder an die Vereine fließen oder an die FIFA, an den DFB. Aber letztendlich sollte die Finanzierung ja nicht den Firmen zugeschrieben werden, sondern den Vereinen, die das Geld brauchen. Es geht ja auch um, ich habe ja Leute in einem Verein, also klar, Hardware, ich habe die Rechner da, ich habe die Monitore, ich habe die Internetverbindung, ich habe die Kameras für den Streamingraum, ich habe die Tapete, die Tische und Stühle und was weiß ich, was man da alles einfällt. Aber auch, ich habe einen Trainer, ich habe Leute, der sich, also eine Person, die das jetzt gelernt hat, der SPD macht das ja ganz groß, ne, mit ihren Trainerausbildungen und in Österreich gibt es eine Schiedsrichterausbildung, die super funktioniert. Und die Leute stehen da und passen auf diese Kids auf, auch mit einem gewissen pädagogischen Hintergrund. Ja, also dass man da auf gewisse Etiketten achtet. Ja, ich meine, ich erinnere mich damals, ich habe in Berlin Fußball gespielt und wir hatten einen Torhüter, der war ein bisschen, der war immer sehr aggressiv, was auch seine Teamkollegen betraf. Ja, und dann wurde der vom Trainer 2 Minuten vom Platz geschickt, hat gesagt, so Kollege, so redest du nicht mit deinen Leuten. Aber genau das passiert auch im Vereinsheim dann. Wenn das aber auch genau sowas muss gefördert werden. Es geht ja nicht darum, welche Disziplin und welcher Publisher dann auf einmal damit irgendwie Geld verdienen könnte. Nein, es geht erstmal darum, dass die Leute auch einen Anlaufpunkt haben, eine Stelle haben, wo sie hingehen können, wo wieder die Eltern sagen können, ach, gehst du wieder ins Vereinsheim? Ja, weil sein Rucksack ist da, die Tastatur ist drin, fertig. Aber bei all der Kritik muss man, bei all der ganzen Lobhudelei muss natürlich auch ein bisschen Kritik mitschwimmen irgendwo. Natürlich ist nicht alles toll. Es gibt auch nach wie vor immer noch Konzepte, die halt nicht so ausgereift sind. So als, wie gesagt, als wir damals angefangen haben, vor 5, 6 Jahren, so da gab es solche Strukturen nicht so wirklich. Und da hat der E-Sport oder die ganzen E-Sport-Verbände und jeder, der irgendwie ein bisschen was damit zu tun hatte, ja auch gesagt, Mensch, wir müssen jetzt aber mal Geld vom Staat bekommen, damit wir jetzt endlich mal supported werden. So. Und da dachte ich auch, ja, wer soll das denn verwalten? Also, da ist ja noch nichts, was der Staat euch geben könnte und an wen vor allem auch so. Ne? Ihr müsst erstmal selber Strukturen schaffen, damit das Ganze auch Erfolg haben kann und damit sich das Ganze auch weiter vorantreiben kann letzten Endes. Die sind mittlerweile immer stärker gegeben. Ich fand den Diskussionsaustausch damals auch zwischen dem DOSB und dem ESBD fand ich jetzt auch sehr schön, weil da eben halt viele Fragen gestellt wurden. Wie sieht das denn aus, wenn Sie Geld letzten Endes von uns bekommen? Wofür würden Sie das verwenden? Wie sieht es mit der Gleichberechtigung im E-Sport aus? Frauen, Männer, warum gibt es so wenig Frauen im E-Sport aktuell noch? Warum meldet sich da keiner an, wenn Sie so dafür sind und solche Geschichten so? Wie wollen Sie das fördern? Das sind alles wichtige Fragen letzten Endes, zu denen hat
man nicht immer eine Antwort, das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber das jetzt irgendwie als Totschlagargument zu benutzen, ihr bekommt gar keine Förderung und ihr seid auch kein Sport, ist für mich die falsche Herangehensweise. Hier müsste man aber auch die Frage stellen, wurden diese Fragen nicht explizit ausgesucht, dass man einen Katalog hat, wo man sagt, okay, wir stellen jetzt hier die Fragen, wo sie eh keine Antwort drauf haben. Naja, aber das ist natürlich auch so ein Thema. Es ist ja, das Problem ist ja nach wie vor genau da, und dass man eine Antwort damit haben, dafür haben will, ist ja auch irgendwo verständlich. Also ich finde, man sollte das eine nicht komplett ausblenden. Gar keine Frage. Die Problematik ist ja nach wie vor da. Richtig. Zum Teil. Gar keine Frage. Wichtig ist nur, wenn man so eine, also was mir in den Diskussionen mit dem DOSB und all sowas aufgefallen ist, dass explizit nur so eine Frage gestellt wurden, wo man sagt, wir haben hier gar keine, also es wurde gar nicht auf das, was eigentlich auch funktioniert, eingegangen. Sondern es wurden sich dieses Cherry-Picking der Negativfragen rausgesucht, wo halt dann genau drauf, und Jungs, ihr habt da ein Problem. Ja, okay, Frauennationalmannschaft vor ungefähr, ich glaube, 8 Jahren oder sonst was war das, die haben Meisterschaft gewonnen und durften den Trainingsanzug und einen Teeservice mit nach Hause nehmen. Wahnsinn. Warte, Gleichberechtigung, jetzt kommt ihr. Also, was will man jetzt dazu sagen? Ja, also ich finde, es ist eine Frechheit, aber okay. Und dann diese Frage selber zu stellen und dann in einem jungen Bund, naja, muss ich nichts zu sagen. Ich bleibe da, glaube ich, bei der Nicole. Ne? Also es sind durchaus Fragen, die gestellt werden müssen, auch beantwortet werden müssen. Und Nicole wirft ja auch die Frage auf, also wenn dieses Geld kommt, wer verwaltet es? Also welche Strukturen, sind die Strukturen, die gebraucht werden, jetzt schon gegeben? Ich gebe das direkt zurück an Nicole. Also du hast das schon so ein bisschen... Du hast gerade schon mal angeschnitten, dass wir jetzt eine andere Situation haben, als sie damals war. Also definitiv, Strukturen sind mittlerweile da, wie wir auch schon gesagt haben. Es ist ein großer Austausch da, es ist mittlerweile eine Community da, die auch die Szene verteidigt, stärker fördert auch letzten Endes so. Aber ich glaube, da könntest du wahrscheinlich auch ganz gut sagen, wer das Ganze mitverwalten könnte. So. Also, dass das noch nicht alles perfekt ist, finde ich schon, aber man kann zumindest was vorweisen letzten Endes halt auch. Ne? Ja, wir haben ja einen sehr gut strukturierten und übergeordneten Dachverband der Game e.V. und dem untergeordnet dem ESBD, den es jetzt ja auch schon seit ein, zwei Jahren gibt. Und letztendlich glaube ich, dass das genau die richtigen Schritte sind, um die ganze Branche einfach zu professionalisieren. Und gerade so ein Dachverband wie der DFB oder die FIFA kann man gleichsetzen mit dem ESBD, der dann auch mehr Struktur und auch dann vielleicht eine gewisse Verwaltungsmacht über die Fördergelder hat, dass da Vereine beitreten, die entsprechend Qualität haben, die entsprechende Strukturen auch bei sich mit Vereinsheimen, mit Trainern, all die Punkte, die wir eben angesprochen haben, dass die dann auch die Förderung bekommen und dass die Förderung nicht irgendwo verbrannt wird, wie wir das ja ganz gerne mit Fördergeldern in Deutschland mal machen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man dort ansetzt und diesen Verband stärkt und allgemein schaut, dass mehr Struktur reinkommt. Und ich glaube, dann ist gar keine Frage, wie die Fördergelder verwaltet werden, sondern das muss der Dachverband machen. Ich meine, es werden hier auch super viele Strukturen schon vorgegeben, sei es finanzamttechnisch oder was weiß ich für Regularien, welchen Verein gründe, was muss ich eigentlich machen, was muss ich abgeben, was für Reportings, wie auch immer. Diese Sachen sind ja schon da. Und ich meine, ob ich dann nun ein Fußballverein bin, der eine Förderung bekommt und die komplett verbrät, wo ja wahrscheinlich schon echt viele von gibt oder andere Vereine, oder andersrum, wir haben E-Sport-Vereine mit jungen Leuten, die das auch machen wollen, aber die auch ein bisschen um Akzeptanz buhlen, also sagen, ey, wir würden ja gerne. So, diese Förderung ist da. Wichtig ist aber auch, dass wir, es gibt mittlerweile, Sachsen-Anhalt hat einen Pott aufgemacht, oben Schleswig-Holstein, super, es gibt super viel Förderung schon mittlerweile. Ich weiß aus einem Beispiel aus dem Bundesland, da ging es dann darum tatsächlich, dass man an den Fördertopf will, so. Und dann ist man an zwei Positionen rangegangen, einmal in die Landeshauptstadt und dann einmal in den Fördertopf. Man konnte den Fördertopf anzapfen, also auch mit schönen Konzepten und das hat auch alles funktioniert und so weiter. Aber dann ging man noch über einen anderen Weg und dann wurde gesagt, was sind eigentlich die Förderrichtlinien? Ja, das hat keiner. So, dann kam natürlich wieder die Frage, ja, was macht ihr denn mit dem Geld? Ja, wir wissen ja nicht mal, wie man das macht. Also da muss man auch schon wieder sagen, ja, das ist toll. Da müssen wir halt genau auch in diese Richtung natürlich den Leuten auch helfen. Also auch von den Vereinen her und so weiter, was für Richtlinien könnte eigentlich ein Verein haben, ein E-Sport-Verein? Beziehungsweise, was könnten wir uns überlegen, dass euch es hilft, Rahmenrichtlinien zu bauen, zu sagen, okay, das macht Sinn, dass man fördert Mindestmitgliederanzahl, Mitgliederwachstum, Durchschnittsalter,
Vereinsheim, Konzept Vereinsheim, gibt es schon Zusagen? Ich meine, es gibt ja schon andere Förderungen, sei es über den Sport, sei es über die Medien, wenn man, es gibt einen Video-Fördertopf, wo man sagt, wenn ich eine Dokumentation drehe und die und so eine Inhalte drin sind und so weiter, dann kann man eine Förderung bekommen. Aber das kann man ja auch schon ein bisschen so einen gewissen Copy-Paste-Faktor mit reinnehmen und dann noch gewisse Stellräder drehen. Aber da, glaube ich, muss man sich wieder an einen Tisch setzen und sagen, okay, wir kommen aus dem E-Sport, wir helfen euch, da aber auch die Richtlinien zu setzen. Weil ins Blaue schießen, nur zu sagen, ja, wir haben jetzt hier Geld, ja, wie komme ich denn ran? Ja, keine Ahnung. Das ist toll. Das hilft auch natürlich wieder super vielen Leuten. Wenn wir jetzt nach der Förderung auch mal weiterschauen, ist es denn der originäre E-Sports-Verein, der im Grunde mit den Fördergeldern Fördermaßnahmen umsetzt? Oder kann das auch in den bereits bestehenden Breitensportvereinen stattfinden, in einem Leichtathletikverein oder wie auch immer? Nicole. Findet ja, glaube ich, auch so schon statt zum Teil. Also die versuchen das ja mittlerweile auch händeringend irgendwie noch einzubauen. Manchmal so über ein Hintertürchen, einfach weil sie es nicht anders geregelt bekommen über die EV dann irgendwie, weil das ist ja auch das Ding so. Du darfst halt nicht unbedingt als eine AG natürlich nicht schon gar nicht irgendwelche E-Sport-Dinge machen, die irgendwie finanziell was für dich abwerfen oder sowas halt. Also das muss halt schon alles meistens über die Verbände oder den EV halt laufen so. Und also da versuchen das schon einige hinzubekommen, auf jeden Fall, ja. Ja, einige machen es definitiv, aber ich denke, es könnten immer noch viel mehr machen, gerade die lokalen und kleineren Vereine, weil die, ich sag mal, E-Sport ist jetzt noch nicht der Sport, wo es im Breitensport um so viel Geld geht oder wo man so viel Geld braucht, um ordentliches Equipment oder Trikots oder sonst was herzustellen. Und gleichzeitig, wenn ein Vereinsheim von einem Fußballverein zum Beispiel schon besteht, dann kann man einfach ein, zwei Räume nehmen und dort eine E-Sport-Abteilung aufmachen. Also ich glaube, die klassischen Breitensportvereine können das durchaus machen. Aber da bist du ja dann auch wieder an dem Punkt, viele können das manchmal auch gar nicht, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Also die sagen zwar, oh ja, wir möchten gerne was mit E-Sport machen und das klingt total toll, wie fangen wir das jetzt überhaupt an? Irgendwie, was braucht man dafür? So, also dem fehlen auch manchmal, glaube ich, die Anlaufpositionen, um da auch wirklich richtig mit starten zu können, weil dann, wenn du es schlecht machst oder wenn du da irgendwie in eine falsche Richtung dich orientierst, dann hängst du da am Ende und dann meckern alle rum und dann kommt am besten noch die Presse und haut drauf rein irgendwie, was die da für einen Quatsch machen oder sowas halt in der Richtung. Und dann hat es natürlich auch eine gewisse Art und Weise mit Identifikation zu tun. Du kannst nicht jeden E-Sport in deinen Verein oder in deinen Verband holen, weil das hat ja auch ein bisschen was mit Identität, wie gesagt, letzten Endes zu tun. Warum machen so viele Fußballvereine FIFA oder PES? Weil es am besten passt und die nicht mit ihrer Identität brechen wollen. Es gibt natürlich auch Beispiele wie Schalke zum Beispiel, die auch League of Legends mit reinnehmen und sowas halt alles. Aber viel bleiben die Vereine bei dem, was sie sowieso schon machen. Und das ist halt so Leichtathletik. Wenn jetzt ein Leichtathletikverband jetzt, weiß ich nicht, auf einmal LOL anfängt, das ist für viele in deren Wahrnehmung, die da sitzen und das entscheiden, was sollen wir denn damit jetzt, so nach dem Motto. Und das kann ich aus einer konservativen Sicht, kann ich das schon nachvollziehen irgendwo letzten Endes, dass man eher bei dem bleibt, was man kennt. So letzten, ne? Aber ich glaube, es ist auch schwer, da dann die Strukturen aufzubrechen und zu sagen, lasst das doch mal versuchen. Ihr wollt Jugendliche in eure Vereine bekommen, Dann lass doch League of Legends machen. Das tut doch keinem weh. Oder was weiß ich, FIFA oder PES. Das ist doch trotzdem Jugendförderung. Und einige haben es ja mittlerweile schon verstanden. Die gehen den Weg und sagen, okay, wir machen jetzt FIFA zum Beispiel oder wir machen jetzt LOL, weil darüber kriegen wir mit etwas Glück vielleicht die jungen Leute auch in unseren Sport noch irgendwie mit rein, halt, so ohne da jetzt irgendwie schlimme Absichten zu haben. Was glaubt ihr? Schafft es der reine E-Sports-Verein schneller, die Kompetenzen aufzubauen? Du hast mal die körperliche Fitness erwähnt, du hast Pädagogik, Trainingskonzepte erwähnt, die in einem klassischen Breitensportverein ja schon gegeben sind, diese Kompetenzen. Schafft es der E-Sports-Verein, das schneller aufzubauen, oder schafft der Breitensportverein schneller, E-Sports-Know-how aufzubauen, um diese bestehenden Konzepte miteinander zu verheiraten?
Ich finde persönlich, beides ist schwer. Also ich wurde mal eingeladen von einem Verein, der auch sehr erfolgreich ist in vielen Sportarten, sei es Diskuswerfen, Speerwerfen, Schwimmen und so weiter. Hier auch diese Frage, diese Expertise aufzubauen. Also einmal, viele Leute haben da dann keine Ahnung, was braucht man, wie viele Spieler, was für Turniere gibt es, wo könnte man ansetzen, Finanzierung und so weiter. Jetzt habe ich einen Verein mit Leichtathletik, mit diesem Speerwerfen, Diskus, Laufen und so weiter. Oder einen Verein, der Fußball hat. Die Finanzierung dahinter macht einen Unterschied von, glaube ich, pro Monat 2 Nullen. Und die sind nicht hinterm Komma. Also ich glaube, da ist schon so ein Unterschied. Weil zum Beispiel für den Verein, mit dem ich mich unterhalten habe, die haben gesagt, wir würden gerne, wir finden das super interessant. Es ist nur für die natürlich auch schwer, diesen Raum zu bekommen. Weil einmal eine Logistikmiete ist teuer, Internet dazu, Heizung dazu, das muss der Raum ausgestattet werden. Ich meine, so ein Rechner, mit dem man dann zocken will, der kostet 1.000, 2.500 Euro. So, und davon brauche ich aber 6. So, und dann sitzt man schon da und denkt sich so, ja, und je nach Disziplin bräuchte ich 7, wenn ich dann noch Overwatch mit dazu packe. So, und dann, also da gibt es diese Schritte, gehen natürlich dann für die weiter. Jetzt haben die aber wiederum die Expertise, Leute, das, was ich meinte mit dem Trainer und so weiter, da was aufzubauen. Da könnte man natürlich mit Hilfe von einer gewissen, sag ich mal, Annäherung durch einen E-Sport-Verein beziehungsweise durch einen Experten zu sagen, okay, komm, E-Sport, ihr müsstet das, so eine gewisse Grundlagenerklärung haben, um dann was zu machen. Jetzt habe ich aber E-Sport-Vereine, die schon ein Vereinsheim haben, die natürlich aber auch aus Jugend schon mit sehr viel Know-how kommen, um das aufzubauen. Die haben einen Andrang, weil da wiederum auch die Leute jünger sind. Also mit denen können sich die Leute auch identifizieren, wenn man hingeht. Anstatt jetzt, wenn ich da meinen Trainer Bernd habe, den ich vom Handball kenne, der selber schon ein bisschen so, jetzt nicht negativ gesehen, ins Alter gekommen ist. Da ist so mehr so diese Respektsperson. Ich weiß nicht, ich finde das persönlich einfacher, in so einen E-Sport-Verein zu gehen, also sei es Magdeburger, weil die halt einfach jünger sind. Also ich glaube, das sind für und wieder. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube einfach, da ist der Austausch sehr wichtig. Und es gibt ja schon viele Kooperationen. Ich glaube, E-Sport Rhein-Neckar war das mit irgendeinem lokalen Verein. Oder ein großes Beispiel ist 1816 München mit Penta. Und ich glaube, da ist einfach, dass man die Expertisen gemeinsam kombiniert und dort, was ist eigentlich League of Legends, wie funktioniert das, was brauchen wir mit der Struktur des bestehenden Vereins kombiniert und ob daraus jetzt eine Kooperation entsteht oder dass man Leute wie dich einlädt und fragt, wie läuft das eigentlich ab. Ich glaube, das ist ja key und sehr wichtig, damit man beides ausbaut und damit vielleicht beides klappt. Was ist denn so unsere Botschaft jetzt an die Leute, die alle hier sitzen, die alle E-Sports interessiert, alle im klassischen Sportverein, die sehen alle hier top trainiert aus und wissen aber wahrscheinlich auch doch so das eine oder andere übers Zocken. Ist jetzt die Botschaft, gründet eigene Vereine oder geht in die Vereine, in denen ihr sowieso schon seid und sorgt dafür, dass ein Raum dazu kommt? Ich würde sagen, geht in die Vereine, unabhängig davon, ob es jetzt ein klassischer Verein ist, ein klassischer Fußballverein und man sagt, ich würde hier gerne eine E-Sport-Abteilung aufbauen oder euch unterstützen oder man geht in den klassischen E-Sport-Verein. Aber ich denke, umso mehr Leute dieses Thema vorantreiben, desto schneller werden wir Erfolge, ob es jetzt Erfolge in der Politik ist, ob es eine Anerkennung als offizielle Sportart ist. Ich glaube, umso mehr Unterstützung man da hat, desto schneller kommen wir voran. Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Letzten Endes soll jeder das machen, worauf er Bock hat. Also, im Verein, glaube ich, sind immer noch die größeren Möglichkeiten, sich da weiterzuentwickeln und auch den Support letzten Endes zu bekommen. Aber letzten Endes, ich weiß jetzt nicht, wieso das Skill-Level hier ist. Also fühlt euch nicht dazu, irgendwie jetzt verpflichtet, in den Verein zu gehen. Aber letzten Endes seid ihr da, glaube ich, am besten aufgehoben, wenn ihr irgendwie in den E-Sport einsteigen wollt und den auch mit unterstützen wollt. Ich sehe das schon genauso. Also ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer ja, so. Denn ich gucke nochmal hier drauf, ne? Also Ringen um Anerkennung. Was trennt denn E-Sport von Breitensport? Was ist denn unser Fazit? Also was ist es, was trennt? Die Leidenschaft zum Wettkampf ist bei beiden gegeben in irgendeiner Form oder sich zu messen oder seine eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, sich ständig zu verbessern. Wo ist die Trennung in den vorhandenen Förderstrukturen? Ist es das, worauf wir uns hier so geeinigt haben oder die meiste
den meisten Fokus drauf gelegt haben? Marius. Ich glaube, das ist einmal die vorhandene Förderstruktur. Zweitens, der E-Sport ist einfach noch nicht so alt, weil die Leute sagen immer, ja, mein Gott, ihr habt ja das noch nicht, das noch nicht. Guckt mal bitte auf den Markt. Ja? Wie alt sind denn die anderen Sportarten im Vergleich zu dem E-Sport? Und also ein bisschen Piano. Ja? Einfach die Vergleiche ziehen sollte man nicht. Man muss auch sagen, um auch hier diese andere Seite zu zeigen, der E-Sport hat einen Fehler gemacht. Der hat damals genau das in der Entwicklung, als er hochgekommen ist, übersprungen. Weil nämlich da wurden Vereine damals mit N-Faculty und was weiß ich alles gegründet, um Profis zu machen, anstatt aber da den Breitensport aufzuziehen. So, und da ist so quasi dieser Vereinsaspekt verloren gegangen als Breitensport. Und das muss jetzt aufgeholt werden. Da muss man aber auch sagen, E-Sport, also sage ich mal jetzt die Community E-Sport, hier muss auch geholfen werden, genau das wieder auszumerzen. Also Politik sowie E-Sport hinsetzen und genau da diese Gap, die muss gefüllt werden. Weniger persönliche Diskrepanzen irgendwie mit einfließen zu lassen, so, weil ich meine, das Zusammensetzen haben wir ja schon gesagt, das ist schon öfters passiert, aber die eine Seite sollte vielleicht ein bisschen mehr auf die andere Seite zugehen, so, und dann hätten wir, glaube ich, schon viele Probleme und viele stundenlangen Diskussionen irgendwie schon mal ausgemerzt, so, und dann, finde ich, trennt es eigentlich nicht mehr so wirklich viel. Ja, sehe ich genauso. Offener für Neues sein. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, wie so unsere Zeit ist. Ich glaube, das ist überhaupt nicht vorgesehen, aber wir machen das trotzdem. Bevor wir hier gleich wieder auseinandergehen und jemand rausgeht und sagt, mein Gott, aber warum habt ihr denn über diesen Punkt nicht gesprochen, würde ich gerne auch die Möglichkeit geben, dass ihr eine Frage stellt. Jetzt springt da einer auf. Gibt es ein Mikro fürs Publikum? Ja, super, sonst wäre nämlich mein Vorschlag gewesen, ruft es rein, ich wiederhole es dann nochmal für alle, falls ich es verstanden habe. Ja, ich gebe das mal rum an die erste Person, die eine Frage stellen will. Wer möchte denn eine Frage stellen? Oh, hier, ich sehe schon, es war eine gute Entscheidung. Hier vorne sind so ein paar Hände zu sehen. Weiter. Ja, vielen Dank. Frage ist es tatsächlich keine, sondern von meiner Seite eine Antwort auf diese Ringen um Anerkennung. Meiner Ansicht nach trennt den E-Sport vom regulären Sport die Fähigkeit, deutlich schneller und besser denken zu können. Das heißt also, das Alleinstellungsmerkmal des E-Sports ist es eigentlich, dass es ein Intelligenzsport ist. Das sage ich jetzt nicht so als Gamer, sondern auch als Psychologe. Das heißt, ich könnte es jetzt auch wissenschaftlich belegen. Und ich finde, der E-Sport, der kommt mir immer vor wie so ein Bittsteller. Bitte, bitte, lass uns doch mitmachen. Aber eigentlich sind wir viele Leute, die eigentlich auch unglaublich viel mitbringen, viele Kompetenzen, viel Köpfchen-Power, und das müsste viel, viel mehr in die Gesellschaft dringen und klar werden. Dann wüssten die Leute auch, okay, das ist ein tatsächlicher Mehrwert und nicht irgendwelche Menschen, die sich in ihrem Kämmerchen verschließen. Genau, danke schön. Okay, also eher ein Statement als eine Frage. Ich entschuldige mich. Kannst du das Mikro hier vorne weitergeben nochmal? Aber danke dafür. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, beziehungsweise auch mir so überlegt, es geht immer darum, dass wir es in diesen, also dass wir E-Sport reindrängen in diesen klassischen Sport, also in diesen Vergleich. Aber warum, also wir müssen viele Sachen in unserer Zeit neu definieren. E-Sport kam neu auf durch neue technische Möglichkeiten. Und warum kann E-Sport nicht einfach für sich selbst stehen als ein neuer Aspekt des Sports, als ein eigener Sport an sich? Es ist nun mal nicht, dass wir einen Fußball nehmen und dann auf den Platz gehen und spielen, sondern wir fahren jetzt unseren PC hoch und spielen dann irgendein Spiel. Aber das hat trotzdem seine Daseinsberechtigung. Da sind trotzdem Leute, die anderen Leuten, sage ich mal, zujubeln, und trotzdem Leute, die dafür arbeiten, die hart trainieren, die zusammen, also leidenschaftlich für eine Sache stehen, sage ich mal. Und das ist es eigentlich das, wo ich finde, dass es auf Sport, worauf Sport ankommt, sage ich mal so. Also, dass viele Leute für eine Sache stehen, begeistert sind. Und ich finde es dann immer schade, wenn irgendwie wir international vertreten werden, also ein deutsches Team für uns irgendwo spielt und dann gucken vielleicht 2000 Leute den Stream beim Nationalteam in Overwatch und keiner weiß eigentlich, was da passiert ist oder ob wir jetzt gewonnen oder verloren haben, und da steht überhaupt niemand dahinter, und davor haben die vielleicht sich überlegt, dass sie Urlaubssemester einlegen im Studium, damit sie einfach nur Deutschland vertreten können, um halt vorher ordentlich zu trainieren. Und genauso ist es, dass unter anderem große E-Sportler, die auch aus Deutschland kommen, verloren gehen,
dass der Name zum Beispiel Internet-Hulk Dennis Havelka fast niemanden irgendetwas sagt, obwohl das ein großartiger Mensch war, der auch heute einfach nicht mehr unter uns weilt und das ist einfach untergegangen. Aber er hatte eine Ambition, er war 29, was halt ziemlich alt ist für E-Sport, wenn man so nach Korea schaut. Und ja, ich will einfach nicht zu weit ausweiten, aber... Ich versuche mal so diesen ersten Teil nochmal so rauszukondensieren. Ne? Also, da war ja auch so ein bisschen Frage mit drin. Ja. E-Sport, muss das Sport sein oder kann das auch was Eigenes sein in irgendeiner Form? Möchte jemand eine kurze, knappe Antwort dazu geben, damit wir noch Zeit für eine Frage haben? Also ich glaube, Boca de Witt. Ja. Ich glaube, letzten Endes ist es ja genau das, worum hier gerade alle kämpfen, nämlich dass E-Sport neben dem normalen und traditionellen Sport eine eigene Plattform letzten Endes auch hat. Begrifflichkeiten wie E-Football, also es gibt E-Sport, dann gibt es Unterbegrifflichkeiten, die sich gerade erst finden müssen. Auch das ist ein Entwicklungsprozess, ob man den jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auch das ist ein Entwicklungsprozess irgendwo. Ne? Und ich glaube, da sind wir gerade, genau das, was du sagst, also E-Sport will sich nicht irgendwo unterordnen letzten Endes, aber wir haben ja nun mal die Parallelen zu Fußball und FIFA oder PES. Da ist es, glaube ich, auch nicht verwerflich, wenn man versucht, sich da irgendwie noch das zu vergleichen. Bei LOL und so ist es natürlich was anderes, aber genau das ist es halt, das Ringen um Anerkennung als eigene Sportart und nicht nur als traditionelle Sportart, sondern eben halt auch als neue Sportart. Super, danke. Jetzt ging hier vorne nochmal ganz schnell eine Hand hoch, oder es war so die erste, die ich sogar gesehen habe hier in der Runde. Da würden wir die letzte Frage, kurze, knappe Frage, du hast 10 Sekunden. Geht's jetzt? Okay, sehr gut. Sehr kurze Frage, hoffentlich auch sehr kurze Antwort. Habt ihr schon mal von einem E-Sports-Verein gehört, der Speedrunning enthält? Nee. Ich auch nicht. Nein. Okay, dann ist das hoffentlich auch eine Anregung für euch, weil ihr von offen für Neues geredet habt, weil das scheint zu fehlen gerade. Okay, mehr Speedrun. In diesem Sinne, ich bin weg. Ciao. Tschüss.